Verehrte Frau Dumas, im Namen der Sächsischen Akademie der Künste gratuliere ich Ihnen von Herzen zum Hans-Theo-Richter-Preis 2017 und freue mich, dass Sie heute zu uns gekommen sind. Ihr Werk, verehrte Frau Dumas, reicht tief hinein in unsere Welt, zeigt auf, woran es unserer Gesellschaft mangelt, zeigt uns in Schönheit, was andere befürchten. Wie alle großen Kunstwerke lehnen Sie sich an die Wirklichkeit an, testen Sie, und nicht selten wird die Wirklichkeit an Ihnen, an Ihren Bildern zerbrechen, weil Sie nämlich eine größere Wahrheit erahnen lassen, als die Wirklichkeit uns vorgaukelt. Und jetzt, meine Damen und Herren, wünsche ich Ihnen eine aufregende Begegnung mit Marlene Dumas' Menschenbildern. Vielen Dank. Wenn wir heute einen Preis übergeben an die Künstlerin Marlene Dumas, dann möchte ich zuerst Ihre Aufmerksamkeit auf die Kunst selbst richten. Man kann sagen, dass es Marlene Dumas in ihrem Werk gelungen ist, den Expressionismus und auch die verschiedenen Arten des Realismus zu überwinden, ohne die Heftigkeit, Wahrhaftigkeit und Lebendigkeit des inneren Ausdrucks zu verlieren. Oh my goodness, the prize has inspired me a lot because I always liked also, I don't think I am really good enough for the second part of the prize. I mean, for drawings, I mean, I always love to draw. I don't know if I'm such a good printmaker, but it has inspired me. The money, I think we should give to someone young who can come and study the beautiful collection of the Kupferstiftung. Thank you all very, very much. And